überall Mücken. Ich hoffe, dass sie mich nicht riechen und zustechen. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen könnte, ist Malaria. Sumpfwasser. Da unten bewegen sich Schatten. Große Schatten. Ich werde diese Tortur nicht nochmal mitmachen. Habe ich was verloren? Ich glaube, ja. Egal, was es war, eins dieser Dinger hat es wahrscheinlich gefressen. Das ist das Stück von der Steinscheibe, das ich von den Banda bekommen habe. Sie sehen aus wie dunkellila Tulpen mit einer seidigen Oberfläche. Sehr schön, aber etwas morbide. Sie würden auf eine Beerdigung passen. Sie fühlen sich sehr weich und lindernd an. Fast wie Feuchtigkeitscreme. Ich nehme ein paar mit, falls meine Hände austrocknen. Wie heißt es so schön? Allzeit bereit. Das muss das Schloss von Rupert Clegg sein. Die Schwebevorrichtung kann sich nur ein schwerreicher Mann leisten. Die Beeren sehen reif und saftig aus. Aber ich bin lieber vorsichtig. Wahrscheinlich sind sie giftig und bestimmt sehr cholesterinhaltig. Nein. Der sumpfige Boden vor den Beeren ist zu trügerisch. Ich würde stecken bleiben und ertrinken. Schöne Steinmetzarbeit, aber nicht sonderlich realistisch. Komisches Zeug. Meine Finger kribbeln. Ach du liebe Güte. Was bist du? Ich verstehe nicht, was du sagst. Versuch doch, den Mund etwas zu öffnen, ja? Unmöglich? Okay, aber es muss doch einen Weg geben, dir beim Sprechen zu helfen. Übrigens, kannst du mir helfen, in das Schloss zu kommen? Ich weiß nichts über Magie. Tut mir leid. Aber ich werde versuchen, dich etwas aufzuweichen. Hier draußen ist es kalt. Du solltest dir einen Pullover anziehen. Du kannst dir jetzt keine Erkältung leisten, wo das Schicksal des bekannten Universums auf deinen Schultern ruht. Mir geht's gut, danke, Krähe. Und dir? Ich halte die Augen auf, fliege im warmen Wind und übernehme die Luftüberwachung. Das kann ich sehr gut. Ich habe dich aus 100 Metern Entfernung entdeckt. Beeindruckend. Jo, man nennt mich nicht umsonst den Herrn der Lüfte. Nennt man dich wirklich so? Nein, aber bald. Du wirst schon sehen. Na, was kann ich für dich tun, Süße? Krähe, ich möchte, dass du dort rüberfliegst und mir ein paar Beeren pflückst. Und Krähe? Ja, gnädige Frau. Iss keine Beeren. Nein, gnädige Frau.
Danke, Krähe. Genau. Ich werde hinauffliegen und meine Augen trainieren, bis ich die niedlichen Vögel schon von weitem entdecke. Eine klebrige Feuchtigkeitscreme, die ich aus den Beeren und der Blume gemischt habe. Ich habe keinen Hunger. Da, geht's dir besser? Leider wird die Salbe nicht lange wirken, fürchte ich. Übrigens, ich heiße April. Nein, ich bin Fenan. Und du musst mir heraushelfen. Ich halte es nicht länger aus. Was ist mit dir geschehen? Das verfluchte Alchemist hat mich verzaubert und in Stein verwandelt. Dann hat er mich als Torwächter und als Anker für sein verfluchtes Schloss hier abgesetzt. Das war vor beinahe 6 vollen Monaten. Du stehst schon seit einem halben Jahr hier? Das Gleichgewicht sei verflucht. Wenn du es so sagst, klingt es nach einer Ewigkeit. Meine Frau ist wahrscheinlich schon neu verheiratet. Verfluchte Magie. Die Neuere hatten recht. Was heißt das, die Neuere hatten recht? Dass wir schon zu lange der Gnade des Gleichgewichts ausgesetzt sind. Es wird Zeit für Veränderung. Die Leute sollten wieder selbstständig werden. Wie hätte dir das denn geholfen? Zunächst mal gäbe es keine wilden Magier wie Rupert Klecks mehr, die nur Ärger machen. Stimmt's? Ich will nicht mit dir über Politik streiten, Lauren. Ich bin in Eile. Wer streitet hier? Und verflucht sei mein steinernes Gefängnis. Hol mich hier raus! Wie kann ich dir helfen? Es geht nicht nur um mich, April. Da oben gibt es Dutzende Männer, Diener, Seeleute, Händler und Soldaten. Alle wurden von ihren Herren hergeschickt, um mit Rupert Klecks fertig zu werden. Wir wurden allesamt versteinert und unsere Seelen sind in einem Kristall gefangen, den der Verrückte in seinem Turm aufbewahrt. Daraus zieht er Kraft, die ihm nicht gehört. Das verfluchte Problem mit dem Gleichgewicht hat die natürliche Ordnung auf den Kopf gestellt. Mit den Neueren an der Macht wäre das nie passiert. Die Dinge wären wie früher, in uralten Zeiten. War damals denn alles gut? Natürlich gab es auch Probleme. Aber dieser Riss ist unnatürlich. Technik und Magie gehören zusammen. In die Hände der Leute. Nicht in die Hände eines nackten Hütertypen in einem abgelegenen Turm. Hör zu, es gibt im Moment Wichtigeres. Wie komme ich in den Berg, besiege diesen Klecks und befreie eure Seelen? Du hast recht, April. Und ich spüre, wie meine Muskeln wieder versteinern. Wir müssen uns beeilen. Wie komme ich in den Berg? Ich lasse die Treppe für dich runter. Wenn Klecks kommt und geht, weicht er mich etwas auf, damit ich die Treppe für ihn rauf und runter ziehen kann. Danach versteinert er mich dann wieder. Sobald du drin bist und wenn du es schaffst, den Verrückten zu besiegen, obwohl ich nicht weiß, wie eine junge Frau wie du das schaffen soll. Hey, ich kann sehr einfallsreich sein und ich bin auch keins dieser Hafenhäschen. Was bist du nicht? Jedenfalls, wenn du Klecks besiegt hast, musst du sein Labor finden und den Kristall, den Seelenstein, zerstören. Das müsste den Zauber brechen und uns unsere richtigen Körper wiedergeben. Hört sich wie ein Plan an. Also, los geht's. Achte auf deinen Kopf, April. Labyrinth. Toll. Ich liebe sowas. Spring! Spring in den Abgrund! Wer war das? Warte. Sag nichts. Ein böser Zauberer. Die hören sich alle an wie Richard der Dritte auf Dope.
Er streckt seine Hand aus, als bittet er um etwas. Der Wasserspeier trägt eine große Sanduhr. Ein zusammengerolltes Pergament. Die böse Spiegel-April ist wohl etwas sauer. Sie will wohl nicht, dass ich das Pergament kriege. Eine Steintür. Wer klopft da? Ein steinernes Gesicht. Aber ich kann nicht hindurchsehen. Als ob draußen dichter Nebel alles verdeckt. Egal, was man von Rupert Clax hält, sein Feuer ist beeindruckend. Moment mal, sind das menschliche Knochen? Thank you.
endlich! Ich dachte schon, du kämst nie durch mein Labyrinth. Willkommen in meinem bescheidenen Heim. Gefällt es dir? Es wurde nach meinem eigenen Entwurf von den besten Architekten Arcadias erbaut. Sie sind mittlerweile zum dauerhaften und recht schönen Bestandteil ihres Gebäudes geworden. Oh, wo sind nur meine Manieren? Ich bin, wie du sicherlich schon weißt, Rupert Klecks. Und du heißt? April Ryan. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Sir. Oh, das Kätzchen hat Manieren. Wie wertvoll, wie ausgesprochen wertvoll. Ich sollte dich versteinern. Du wärst eine geistreiche Frau und meinen dämonischen Kindern eine gute Mutter. Aber nein! Umso mehr Spaß wird es machen, dich zu vernichten. Warum hältst du den Wind gefangen? Warum frisst der Wolf das Schaf? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Weil ich es kann, kleines Mädchen. Weil ich bin, wie ich bin, weil ich hungrig bin und weil der Zeitpunkt stimmt. Ich glaube, du hast es aus Unsicherheit getan, weil du dich behaupten und vor der Welt mit deiner lächerlichen Magie angeben musst. Halte doch deinen süßen kleinen Mund. Ich werde dich verschlingen. Ich werde... Aber wir dürfen nicht die Selbstbeherrschung verlieren. Nein, das dürfen wir nicht. Warum hast du all diese Leute in Stein verwandelt? Fragen, Fragen, Fragen. Ich brauche mich nicht von dir zu rechtfertigen, du kleines Bastardkind. Weißt du, wer deine Eltern sind? Natürlich nicht, du bist zu dumm. Was? Was weißt du über meine Eltern? Die Leiden kleiner Kinder. Wie ich den Satz liebe. Erst meine Lebensphilosophie. Ich liebe Leiden, besonders die der unschuldigen Kinder. Ihre Schreie klingen so schön. Ihre Tränen sind so salzig. Du bist ein echter Mistkerl, Klecks. Ich weiß, was du bist, aber was bin ich? Bereite dich auf deine Niederlage vor. Bereite dich darauf vor, besiegt zu werden. Pah! Große Worte! Ist das alles, was du kannst? Pass auf! Ja! Und was willst du tun? Siehst du die Männer, die vor mir kamen mit all ihren Waffen und ihrer Magie? Schau, was ist aus ihnen geworden? Versteinert! Jeder einzelne von ihnen für alle Ewigkeit. Ich besitze sogar ihre Seelen. Sie helfen mir und geben mir Kraft, solange ich sie brauche. Wie originell. Wir haben in der letzten Zeit wohl zu viele Märchen gelesen. Oh, wie köstlich. Siehst du, ich könnte dir in Sekunden das Fleisch von den Knochen brennen, kleines Mädchen. Glaubst du immer noch, du kannst mich vernichten? Wie hast du das gemacht? Alchemie, kleines Mädchen. Die mächtigste Magie überhaupt. Ich habe mir den Spruch gestern Abend ausgedacht. Na gut. Ich kann ein Kaninchen aus einem Hut ziehen. Ich kann einen Hut aus einem Kaninchen ziehen. Was willst du? Toll, das habe ich noch nie gesehen. Das sieht sehr schön aus und ich liebe es. Wie wär's mit einer echten Herausforderung? Eine echte? Was meinst du mit einer echten Herausforderung? Ich kann dich nicht mit Magie vernichten. Ich bin kein Zauberer. Zauberer? Fast alles Betrüger. Die einzig wahre Magie ist die der Alchemie. Aber natürlich kannst du mich nicht mit Magie vernichten. Darum werde ich gewinnen. Was ist so toll daran, mich mit Magie zu besiegen? Das ist keine Herausforderung, das ist nur billig. Wenn wir die Chancen etwas ausgleichen würden,
hättest du mehr Spaß und Befriedigung, wenn du mich später in Stein verwandelst. Du versuchst mich auszutricksen. Aber du machst mich neugierig, kleines Mädchen. Na los, nenn mir eine Herausforderung, die meinen Kräften gerecht wird. Ich fordere dich zu einem einfachen Rechenwettbewerb heraus. Ich benutze nur dieses kleine Gerät gegen deine überragende Intelligenz. Na los, stell mir die Aufgabe. Aber danach werde ich deine Seele nehmen und dich für alle Ewigkeit versteinern. Hört sich gut an. Also, los geht's. 49 mal 11. 49 mal 11, was? Zahlen. Okay, denk an Äpfel oder Orangen. 49 Äpfel mal 11 Orangen. 49 mal 11. Mal sehen. 1 rüberholen, geteilt durch 3. Was mache ich mit der 5? Ach, vergiss die 5. Das ergibt dann 9. Falsch. Es muss 539 rauskommen. Das war doch einfach, Klex. Mehr hast du nicht drauf? 2 aus 3. Ich stell dir diesmal eine leichtere Aufgabe. 603 geteilt durch 3. Oh, du unterschätzt meine Kräfte, kleines Mädchen. 5876,2. Nein, 3. Pech gehabt, Roper. Die richtige Antwort lautet 201. Tut mir leid, du hast verloren. Her mit dem Ding! Oh, das ist faszinierend, das ist wirklich... Was macht es mit mir? Oh, meine Kraft, die Kraft, die Kraft! Aha. Ich dachte immer, Mathematik wäre reine Zeitverschwendung. Ich sehe aus wie ein Dienstmädchen. Eine Kristallkugel, in der kleine Lichter herumwuseln. Hier hat Klex die Seelen seiner unglücklichen Gefangenen eingesperrt. Eine Flasche mit einer roten Flüssigkeit. Ein Zauberspruch. Wolken und Spinnweben. Dazu magischen Finger? Wenn Alchemie der Chemie ähnlich ist, dann ist die letzte Zutat wahrscheinlich ein Katalysator oder so. Wolken und Spinnweben plus Katalysator ergeben Unsichtbarkeit? Die Seite wurde herausgerissen. Es ist nur noch ein Teil lesbar. Was dort herausgerissen wurde, scheint wichtig zu sein. Eine Flasche mit einer weißen Flüssigkeit. Vorhänge sind seit Jahren nicht gewaschen worden. Typisch. Böse Alchemisten brauen lieber Tränke und schmieden Ränke, als sich um ihre einfachsten Haushaltsarbeiten zu kümmern. Da
ist was hinter dem Vorhang. Schlauer Typ, dieser Rupert Klex. Wer würde da schon nachsehen? Eine Flasche mit einer grünen Flüssigkeit. Ein großer alter Schädel, aus dem seltsames blaues Licht strahlt. Eine Flasche mit einer blauen Flüssigkeit. Eine Flasche mit einer gelben Flüssigkeit. Riecht nach Ozon. Klingt wie leiser Donner. Fühlt sich feucht und leicht an. Beinahe fluffig. Riecht nach frischen Blumen. Fühlt sich seidenweich und zerbrechlich an. Klingt wie zartes Flügelschlagen. Riecht wie Morgentau. Hat die Beschaffenheit von feinem Haar. Ich höre winzige Beinchen rascheln. Riecht scharf und erdig. Fühlt sich kühl an. Fast wie Eis. Ich höre ein leises Klingen, wie Kristallglocken. Ich fülle den fertigen Trank in eine der Fiolen ab. Ungefähr so. Zum Glück sind sie klein genug, um in meine Tasche zu passen.
Eine Fiole mit einem Zaubertrank, der mich unsichtbar macht, wenn ich Glück hab. Ich bin unsichtbar. Ist das cool? Wieder sichtbar. Gutes Timing. Ich muss was davon aufheben. Damit kann ich mich zu Hause in die Disco schleichen. Eine Seite, die aus einem Buch gerissen wurde. Kringelig schizophrene Handschrift. Erschreckend detaillierte Abbildungen. Die Seite muss aus einem Zauberbuch stammen. Ich bin mir ganz sicher. Wolken und Spinnweben ergeben mit dem Katalysator einen Unsichtbarkeitszauber. Ich fülle den fertigen Trank in eine der Fiolen ab. Ich nehme nur einen winzigen Schluck. Oh, bitter. Ich fühle mich etwas leichter. Wenn ich mich konzentriere, könnte ich wahrscheinlich recht hoch springen. Hey, ich sollte davon was für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr aufheben. Damit könnte ich im Hochsprung und Stabhochsprung abräumen. Riecht nach Schwefel. Autsch, das brennt. Klingt, als brennt es.
Ich fülle den fertigen Trank in eine der Fiolen ab. Ich fülle den fertigen Trank in eine der Fiolen ab. Ich fülle den fertigen Trank in eine der Fiolen ab. Die Zaubermischung in dieser Fiole soll Magie binden, was auch immer das heißt. Ich habe Schwefel mit Schwefel benutzt, um die Mischung herzustellen. Ziemlich explosiv das Ganze. Ist also eigentlich eine Fiole Nitroglycerin. Eine Fiole, deren Inhalt den gefangenen Wind herbeiruft. Ich weiß nicht, wie hoch ich hier bin. Aber unter uns sind Wolken und ich kann den Boden nicht erkennen. Wie steht's? Nette Höhle, aber das Design, Marke verrückter Alchemist, passt nicht zu dir. Ich will nicht ewig hier bleiben, Krähe. Warum eigentlich nicht? Du wärst unabhängig, Sicherheit wäre kein Thema und du könntest die Menschen das Fürchten lehren. Wenn du es so siehst, nein. Hey, es ist deine Entscheidung. Tja, also, warum hast du mich gerufen? Was ist da draußen los? Was draußen los ist? Wir befinden uns im Moment in ziemlicher Höhe. Und in welcher Richtung bewegen wir uns? Wir segeln ganz langsam nirgendwo hin. Nur hoch. Es gibt ja keinen Wind. In ein paar Stunden wird es kalt werden und das Atmen schwerer fallen. Das wird kein Zuckerschlecken. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Gerne. Lass mich nur wissen, was ich tun soll. Halt die Fiole fest, ja? Na klar, Sachen festhalten ist meine Spezialität. Und wozu? Du wirst es noch erfahren. Ich möchte, dass du rausfliegst, Krähe. So hoch, wie du kannst. Und diesen Trank in den Wolken entleerst. Was ist, wenn es blitzt? Ich mag keine Blitze. Die bedeuten erhöhte Absturz- und Brandgefahr. Schon gut. Ich tue es. Die ewig treue Krähe. Juhu, ich glaube, es funktioniert. So, das wäre erledigt. Es ist noch ein Rest in der Flasche, falls du ihn später brauchst.
eine Kristallkugel, in der Seelen gefangen sind. Nichts. Es hat nur geknistert. Der Kristall scheint sich ständig zu verändern. Vielleicht war der explosive Trank deshalb nicht so wirksam.